Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und wir haben es noch Raritäten des Waldes-Events, ja, wie man unschwer hier im Hintergrund erkennen kann. Und ja, das ist natürlich immer am klügsten, so die kürzesten Quests anzunehmen, damit man am meisten ja, Ressourcen ergattern kann. Und man sieht hier auch schon, ich habe hier jetzt auch schon... ich nehme um 4 Uhr morgens auf. Ja, moin, man kennt's. Man will gerade eine Aufnahme machen und auf einmal 4 Uhr morgens. Server Reset. Ja, guten Morgen. So, wollen wir mal testen, ob es wieder funktioniert? Mal gucken. Können wir schon rein? Nein. Und sonst bei euch so irgendwie was Neues in der Zwischenzeit? Irgendwas passiert? Nee. So, jetzt wollen wir mal schauen hier. Kommen wir jetzt wieder rein hier oder was? Können wir jetzt wieder zocken? Anscheinend schon. Ja, so, weiter geht's. Let's go. Let's go, dudes. Weiter geht's. Okay. Wir sind stehen geblieben beim Raritäten des Waldes-Events. Oh, ich habe überhaupt nicht drauf geachtet, dass wir jetzt hier gerade es 4 Uhr morgens haben und 4 Uhr morgens ist ja mal der Server-Reset, ne, und ja, da muss man auf jeden Fall durch, wie durch das eine oder andere Land im Zweiten Weltkrieg, ja. Okay, ja, gut, wir machen weiter und zwar Raritäten-Event. Ich bin jetzt ein bisschen raus und zwar, ja stimmt, was wollte ich sagen? Ich hatte nämlich ein bisschen was vorgehabt jetzt, das hatte ich jetzt so gemerkt, weil wir jetzt ja in letzter Zeit sehr viele Events und so weiter und so fort hatten, ist das... Ja, war auch das ein oder andere Raritäten des Waldes-Events mit dabei, was eigentlich nicht so verkehrt ist, aber für mich sehr unnützlich, sag ich mal so, wie es ist, weil, ja, wir gucken jetzt mal, wir machen mal gleich einen, wir werfen jetzt mal gleich einen Blick auf unsere Ressourcen und stellen fest, bei Holz sind wir schon beim Maximum, ja, bei Stein fehlt uns noch ein bisschen was, aber da dauert es auch nicht mehr lange, wenn das hier so weitergeht. Und dann sind wir hier beim Maximum auch angelangt, was die Steine angeht. Was natürlich nicht so gut ist. Denn die ganzen schönen Ressourcen, die ich jetzt durch das Raritäten des Waldes-Events bekomme, die gehen natürlich allesamt flöten. Und ich ja, bekomme da so gut wie gar nichts mehr von ab irgendwie. Und das ist nicht sehr schön, muss ich sagen. Und deswegen hatte ich mir so gedacht, wird es Zeit für einen kleinen, ja, für einen kleinen Strategiewechsel, sag ich mal. Ja, und zwar habe ich ja mir eine Zeit lang vorgenommen gehabt, die Schatzkammer hochzuziehen. Das hat auch gut geklappt. Ich habe jetzt auch eine ganze Reihe hier, einen ganzen Slot. Den zweiten Reiter habe ich noch nicht freigeschaltet, aber das würde ich dann bald haben, wenn ich jetzt das noch weiter ausbauen würde. Aber ja, jetzt habe ich noch das in der Mache. 8 Tage dauert das noch. Und dann kriege ich hier den letzten Reiter und habe mir quasi so 10 Plätze zusätzlich freigeschaltet in der kurzen Zeit. Und ja, dafür hatte ich ja die Edelsteinmine abgebrochen. Da aber die Schatzkammer wirklich kaum Ressourcen frisst von den ja, vorhandenen, die ich habe, ist es eigentlich nicht sehr ratsam, die Schatzkammer jetzt schon irgendwie auszubauen. Ja, zumindest bis aufs volle Maximum. Da denn einige Ressourcen flöten gehen. So, und das will man natürlich tunlichst vermeiden. Wenn man jetzt zum Beispiel die Edelsteinmine ausbauen würde, die braucht zwar ein paar mehr Tage so, aber die benötigt deutlich mehr Ressourcen zum Ausbauen und deswegen werde ich das jetzt so handhaben, wenn das Ding hier auf 25 ist, dann gut, haben wir den ersten Reiter freigeschaltet, ist ganz okay, ja,
Und dann werde ich mich weiter erstmal der Edelsteinmine widmen, denn das ist, denke ich mal, deutlich effizienter, wenn man ja nicht so viele Ressourcen verschwendet. Da ich anfangs gar nicht dran gedacht, dass sich das so hardcore stackt, aber das ist tatsächlich so, ja, dass wir jetzt relativ hart am Limit sind hier, was das angeht. Und ja, ich möchte auch irgendwie nicht, dass es hier komplett abgefarmt wird, wenn mein Teilschutz irgendwie abläuft oder so. Das wäre sehr, sehr uncool. Ja, deswegen hoffe ich mal, dass ich hier weiter durchgängig angegriffen werde, damit nur meine Sammler hier was verlieren. Ja, das wäre cool. Und zumal würde sich das sowieso anbieten, da ich ja sowieso ja einen Strategiewechsel vorhatte, und zwar zwecks der Ehrenhalle. Achso, ja, das war jetzt irgendwie sinnbefreit, der Move gerade. Ja, weil ich ja sowieso anstrebe, ein bisschen weiter, ja, oder zumindest versuche, ein bisschen weiter hochzukommen in der Ehrenhalle. Dadurch habe ich ja jetzt auch mir vorgenommen, den Arena-Manager komplett zu platinieren, ja. Und deswegen, ja, würde das quasi mit der Strategie dann auch einhergehen, wenn ich dann auch meine Edelsteinmine verbessere und ja, dadurch bessere Edelsteine bekomme und dadurch dann auch wieder ein paar Prozente oder ein paar Attribute besser gesagt gut machen kann. Ja. Und das spielt, denke ich mal, einher und ja, das werde ich auf jeden Fall auch so handhaben demnächst. Und ja, ich bin mal gespannt, ob ich denn, ja, keine Ahnung, an dem Punkt ankomme, wo ich dann irgendwie gezwungen bin, die Schatzkammer auszubauen, weil ich dann die nötigen Ressourcen nicht mehr reinbekomme. Aber in letzter Zeit waren es echt viele Events irgendwie. Ich bin auch schon die ganze Zeit immer am Edelsteinmine suchen, ja, Edelstein suchen, so, damit da auch die Ressourcen ein bisschen flöten gehen, so, ne? Aber ist schwierig, ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig so. Gucken, ich weiß gar nicht, wie sah es denn bei den Seelen aus hier? Ja gut, da sind wir. Na gut, es geht noch klar. Ja, es geht noch klar. Aber es wird auch auf jeden Fall mehr. Ja, deswegen, da wollte ich euch auf jeden Fall mal das mitteilen, wie das so jetzt gerade bei mir aussieht. Ich werde mal kurz im Shop ein bisschen schauen hier. Dass wir vielleicht noch ein. Oh, nice. Nehme ich mal mit, kann ich immer gebrauchen. Dass wir eventuell noch hier einen Intelligenztrank rankriegen. Oh, okay. Zu wenig Gold. Das ist natürlich nicht sehr schön. Drehen wir mal ein bisschen am Glücksrad hier. Ja, und da gehen natürlich auch die ganzen Ressourcen hier, also alles, was ich an Holz bekommen habe, ist natürlich jetzt auch für die Tonne, mehr oder weniger. So, das kann alles weg. So, und dann, ja, graben wir uns den Pot hier. So, und dann schauen wir mal, dass wir hier noch eine Intelligenz. Ah, nee, den brauche ich jetzt nicht. Aber ich bräuchte auch. Wir skippen uns mal ein bisschen Geld ran hier, würde ich mal sagen, damit wir hier noch vielleicht den ein oder anderen Pot noch in der Folge leisten können hier. So, zack. Seele, her damit. So, und dann mal schauen. Den nehmen wir trotzdem mit. Und da haben wir den Intelligenztrank. Sehr cool, dann hat das ja soweit geklappt. Ganz nice. Vielleicht kriegen wir noch einen Intelligenztrank. Wir können auch mal nebenbei schauen hier, was die Runen denn mittlerweile schon sagen, ja. Aber so schnell geht das natürlich auch nicht voran. Das ist, glaube ich, eine Arbeit, die wird sich noch auf Jahre noch ausweiten, bis wir da einigermaßen an den Limits irgendwie dran sind, so. An den Runen-Limits. Ja, ich krieg irgendwie nur, keine Ahnung. Also, Ausdauertränke sind da, aber die, ja, möchte ich nicht unbedingt haben. Holy shit. Also, was geht denn jetzt ab hier? So, ich habe zwar schon sehr viele Sanduhren, aber ich weiß ganz genau, dass ich eines Tages wieder einen Mangel an Sanduhren haben werde. Demzufolge, ja, werde ich jetzt schon, ja, auf weite Sicht denken und mir jetzt schon die Sanduhren sichern, so wie es halt geht. So, ne? Und ich, ja, das werde ich auf jeden Fall erstmal so machen. Denn für mich, ja, sind die auf jeden Fall sehr, sehr wichtig hier. So wie Pilze in der Happy Hour sozusagen, ne? Und deswegen, jo. Ach so, ich hatte ja gestern. Stimmt, falls ihr das Video gestern gesehen hattet, da habe ich ja ein Epic aus dem Glücksrad bekommen, tatsächlich. Und das war ja dieses Blutsauger-Ding, das habe ich in die Toilette geworfen. Und ja, da kam dann ein Item raus für den Bertram. Ja, der Bertram hat sich gefreut. Das war
ein Attribut-Upgrade von circa 40, 50 Stats, ja, auf jedes Attribut. Also das hat sich schon auf jeden Fall gelohnt. Das wollte ich euch auf jeden Fall noch wissen lassen. Dass das Item jetzt durch die Toilette gespült worden ist und dabei was für einen Bärtrahmen rauskam. So hat er gleich nochmal einen schönen Stein reingesetzt bekommen hier. Einen aktuellen, einen relativ aktuellen, denke ich mal. Jo, und auf jeden Fall nice. Widerstand gegen Blitze. Ja, weiß nicht, kann man vielleicht gegen den einen oder anderen Gegner gebrauchen, aber aus dem Kopf weiß ich auch jetzt nicht gegen wen. Und ja, auf jeden Fall, die Stats haben sich schon gelohnt. Gut, so sieht das momentan bei mir aus im Schneckenhaus. Und ja, da wollte ich euch auf jeden Fall mal drüber informieren, dass das, wenn das Ding jetzt hier durch ist, dann werde ich definitiv wieder auf die Edelsteinmine switchen. Ja, und ja, ich denke mal, das ist, denke ich mal, so das Logischste. Irgendwann kann man sowieso nichts mehr mit den Ressourcen anfangen, weil man die denn eh alles maxed hat, aber bis dahin kann man das ja noch so effektiv wie möglich nutzen, so, um so wenig wie möglich abzugeben. Jo, das war es soweit von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.